bleibt bei plus 1 für Braunschweig. Bradley, noch 60 Sekunden. Lansdowne, Bradley, Schussuhr läuft ab, ja. So einen Angriff darf man natürlich nicht verdaddeln. So, und warum besprechen sich jetzt die Referees? Wahrscheinlich wird nochmal der Zeitablauf kontrolliert und es gibt Einwurf. Braunschweig. So, habe ich jetzt nicht richtig auflösen können. Situation muss ich mir gleich nochmal genau anschauen. Passiert. Jetzt sind die Bonner im Ballbesitz. Diesmal eine wirklich verzwickte Situation. Nach dem letzten Freiwurf fängt die Uhr erkennbar bei 1 Minute 9 regelkonform zu laufen an, als der erste Spieler auf dem Feld den Ball berührt. Auch die Shot Clock beginnt korrekt zu laufen, da die Mannschaft durch den Rebound Ballkontrolle hat. Der Ball wird nun vom Dribbler in das Vorfeld bewegt. Dabei verschwinden Spieluhr mit 1 Minute 7 Restzeit und Shot Clock mit noch 21 Sekunden aus dem Bild. Und erst als der Ball im Vorfeld angekommen ist, kann man feststellen, dass bei der Spieluhr immer noch bzw. wieder 1 Minute 7 Sekunden stehen und die Shot Clock hingegen auf 10 Sekunden gesprungen ist. Die Schiedsrichter realisieren beim Ablauf der Shot Clock, dass hier ein technischer Fehler vorliegen muss. Diese Situation ist durch die IRS-Richtlinie abgedeckt und so kann der Crew Chief mit Hilfe des IRS sowohl Spieluhr als auch 24 Sekunden Uhr korrigieren. Die Schiedsrichter haben hier richtig gehandelt. Der Kommissar kann in solchen Fällen die Schiedsrichter auf fehlerhafte Technik hinweisen. Die Schiedsrichter müssen dann eine pragmatische Lösung finden, was im vorliegenden Fall erfolgt ist. Somit ist durch die fehlerhafte Technik keinem Team ein Nachteil entstanden. Tübingen wollte schnell abschließen, um nochmal in Ballbesitz zu kommen. Brooks auf Isley, MBC reklamiert will das Instant Replay. Schiedsrichter kommen zur Beratung zusammen und gehen zum Instant Replay. Und checken damit, wer als letztes den Ball berührt hat. Wir schauen uns jetzt schon mal an. Trenovac oder Isley? Isley. Isley ist zuletzt dran. Tübingen trifft natürlich. Und Tübingen holt sich den Ball. Ryan Brooks. Und er stoppt das Ding. Hier schauen wir nochmal. Malte Schwarz läuft in die Falle. Oh, oh, Jordan. Stand der im Aus? Stand Jared Jordan da im Aus? Hier haben wir jetzt nun zwei gute Beispiele dafür, wann das IRS genutzt werden darf in der ersten Aktion und wann nicht in der zweiten Aktion. Betrachten wir zunächst die Ausballsituation, bei der es um die Frage geht, ob Weiß 13 oder Schwarz 21 zuletzt am Ball waren. Der Lead-Schiedsrichter zeigt mit dem Pfiff für den Ausball Einwurf Schwarz an. Er signalisiert aber, dass er sich diese Entscheidung mit Hilfe des Instant Replay Systems anschauen möchte. Die offiziellen FIBA Basketballregeln sowie die BBL Standards erlauben den Einsatz des Instant Replay Systems zur Identifizierung eines Spielers, der einen Ausball verursacht. Der Crew Chief Referee hat also zu Recht das Instant Replay System genutzt und die getroffene Entscheidung revidiert und Weiß den Ball zum Einwurf zugesprochen. In der zweiten Situation befindet sich der Schiedsrichter ganz in der Nähe des Geschehens. Er kann aufgrund des dadurch verkleinerten Blickwinkels aber nicht erkennen, dass sich der Spieler Schwarz 10 für einen kurzen Moment mit einem Fuß auf der Auslinie befindet. Diese Aktion stellt hingegen keine Situation dar, zu der die Regularien die Nutzung des IRS-Systems erlauben. Situation abgepfiffen, weil Fabian Black da irgendwie mit auf der Linie gestanden haben soll. Alles also zurück auf Anfang. So, nächster Versuch. Ops bringt den Ball hoch rein auf Buka. Es reicht und es reicht für die Bayern. Nochmal.
So einfach darf man es ihm natürlich nicht machen. Hobbs mit dem Lobball auf Hooker. Da gibt es Gesprächsbedarf, weil sie da tief im Tal der Träume waren. 83 zu 85 Endstand. Tja, ich sag mal, aus Bremerhavener Sicht ist das undankbar. In dieser Situation wäre es wünschenswert, dass der Schiedsrichter bereits bei der Ballübergabe, sozusagen präventiv, den Verteidiger darauf hinweist, dass das Betreten der Auslinie bzw. das Hineingreifen in den Zylinder des einwerfenden Spielers nicht erlaubt ist. Der Moment der Spielunterbrechung durch den Schiedsrichter ist unglücklich, da für die eigentliche Regelübertretung zu spät. Der Ball war im Moment des Pfiffs bereits auf dem Weg zum Mitspieler. Definitiv ist nach der Unterbrechung eine Verwarnung gegen den die Regel missachtenden Spieler auszusprechen. Einen Ausgleich kann der Schiedsrichter nicht schaffen. Auch eine erneute Gewährung der Auszeit ist nicht möglich. Eine vergleichbare Situation haben wir auch beim Abpfeifen eines Freiwurfs. Auch hier ist ein anzunehmender Nachteil, zum Beispiel Konzentration, spekulativ und kann nicht durch den Schiedsrichter kompensiert werden. Unsportliches Foul gegen Radosevic. Achten wir mal drauf, da sind Radosevic und Evans. Oh ja, oh ja, oh ja. Er dreht sich rum und haut mit dem Ellbogen um sich. Und jetzt wird nachgeschaut, ob das vielleicht sogar eine Tätigkeit war. Dann kann es auch ein disqualifizierendes sein. Da sehen wir es nochmal in der Mitte. Oh oh, gegen den Hinterkopf. Also, wenn ich das so jetzt sehe, könnte auch sein, dass die Schiedsrichter daraus ein disqualifizierendes machen. Weil das war keine sportliche Bewegung um Mann rum oder so. Das war danach geschlagen mit dem Ellbogen auf den Hinterkopf. Und sportliches Foul also. Sein zweites Foul, Radosevic. Die Entscheidung muss in diesem Fall eine Disqualifikation des Spielers Rot 43 sein. Die Schiedsrichter haben ein unsportliches Foul gepfiffen. Hier sagt die Regel, dass ein unsportliches Foul dann vorliegt, wenn der Spieler einen exzessiven harten Kontakt verursacht in dem Bemühen, den Ball oder den Gegner zu spielen. Ein Bemühen, den Ball oder den Gegner zu spielen, liegt bei dieser Aktion nicht vor. Vielmehr richtet sich bei der vorliegenden Szene die Aktion von Rot 43 gegen den Spieler Gelb 1, der sich nach dem Blockstellen an Rot 41 vorbei bewegt und bereits in dessen Rücken ist. Der Einsatz des Ellenbogens gegen den Spieler Gelb 1 ist demnach als grobe Unsportlichkeit, aus dem Englischen any flagrant unsportsmanlike action, also disqualifizierendes Foul zu werten. Sieber aus dem Dribbling, aus der 3 mit Foul. Cunningham viel zu spät und dann sticht er mit der Gabel noch im Essen rum. Das ist natürlich ein doofes Foul gewesen von Cunningham. Und der liegt da komplett bewegungslos. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Die Ironie der Geschichte ist, dass er dafür noch einen Foul bekommt. Und das war vor den Augen der Schiedsrichterin. Also sie stand ja ungefähr 63 cm daneben. Wir schauen auf den linken Bildrand. Oh, ja, der ist einfach mit Sieber zusammengeprallt. Ich glaube, zwei Sachen. Erstens, das war keine Absicht von ihm. Zweitens, das ist aber egal für den Foulpfiff. Also faul war es halt trotzdem, auch wenn es unbeabsichtigt war. Für diesen Kontakt gibt es keine Musterlösung im Sinne von richtig oder falsch. Bei der Beurteilung des Kontakts ist es unerheblich, ob sich ein Spieler taktisch geschickt verhält oder nicht. Der Schiedsrichter hat lediglich die Aktion zu beurteilen. Rot 9 in diesem Fall muss und kann nicht damit rechnen, dass Gelb 3 zwei kleinere Schritte rückwärts seitlich macht. Selbst dann nicht,
wenn er diese Schritte macht, um seine Balance wiederzufinden. Würde man hier die Kriterien von Zeit und Raum zugrunde legen, wie dies in der Regel aber nur für einen verteidigenden Spieler festgelegt ist, dann wäre die Entscheidung eindeutig und es wäre auf Foul gegen Gelb 3 zu entscheiden. Es lassen sich sicherlich auch nachvollziehbare Gründe für einen No-Call finden und man kann von einem unglücklichen Zusammenstoß ausgehen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass ursächlich Gelb 3 für den Kontakt verantwortlich ist und demnach der Foulpfiff des Schiedsrichters korrekt ist. Im Übrigen ist auch die Abwicklung aller Strafen korrekt erfolgt. Hochspannend jetzt, wie viel Druck sie... Dora, das war Rückspiel, glaube ich. Der Ball ist weg. Berlin übt den Druck aus, so wie prognostiziert. Und das ist Schrittfehler. Oder Foul. Oder beides. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Wann genau war das Foul? Da? Ja, dann ist es vor dem Schrittfehler. Das sieht man aber ganz selten hier. Aito im Gespräch mit den Schiedsrichtern. Ja, der Schütze sagt ging irgendwas mit nach dem Foul. After. Der Verteidiger darf den Ball nicht berühren, wenn sich der Ball bei einem Wurfversuch auf dem Weg zum Korb in seinem Abwärtsflug befindet oder wenn der Ball beim Wurfversuch das Spielbrett berührt. Diese Einschränkungen gelten allerdings nur, bis der Ball entweder im Korb ist, den Ring berührt hat oder offensichtlich nicht mehr in den Korb gehen kann. Anders verhält es sich, wenn diese Situation nach einem Pfiff des Schiedsrichters erfolgt. Hier besagt die Regel, dass kein Spieler den Ball berühren darf. Und zwar auch nach der ersten Ringberührung nicht und dies so lange, wie der Ball noch die Möglichkeit hat, in den Korb zu gehen. Im vorliegenden Fall berührt der Ball den Ring, springt dreimal kurz auf dem Ring auf, wobei er sich erkennbar nach vorne bewegt. Nach dem dritten Aufkommen auf dem Ring wird der Ball vom Bayreuther Spieler berührt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Ball keine Chance mehr, in den Korb zu gehen. Die Aktion ist damit kein Goaltending. Mr. Wright. Es ist aber an der Grenze zum technischen Foul nach Karten, nachdem gepfiffen wurde. Da wollen wir uns aber mal etwas zurückhalten. Das gibt bestimmt einen Tee. Da bin ich ziemlich sicher. Kommt das Tee oder kommt es nicht? Da war schon längst gepfiffen. Jetzt schaut er sich die Szene noch mal an. Oder ging es darum, dass vielleicht natürlich auch Wright den Pfiff nicht gehört haben könnte und einfach die Aktion weiterführt? Okay, also zwei Würfe. After, Foul, and then again. Okay, also das Ganze ist ein unsportliches Foul und deswegen gibt es zwei Freiwürfe plus Ballwürfe. 13 Rot erhält den Ball mit dem Rücken zum Korb. In diesem Moment pfeift der Lead-Schiedsrichter ein persönliches Foul gegen Weiß 3 wegen Stoßens. Der sich in der Bewegung befindliche Spieler Rot 13 vollendet seine Bewegung mit einem Korbwurfversuch und wird dabei erneut von Weiß 3 hart gefoult. Diesen harten Kontakt nach bereits unterbrochenem Spiel ahndet der Center-Schiedsrichter als unsportliches Foul. Die FIBA-Regelinterpretation besagt hierzu eindeutig, in allen Fällen, in denen es nach einem Foulpfiff zu einem weiteren Foul kommt, kann dieses zweite Foul nicht unbeachtet bleiben, wenn es sich um ein unsportliches oder disqualifizierendes Foul handelt. Der Crew-Chief-Referee bedient sich zur Verifizierung des unsportlichen Fouls auch noch des Instant-Replay-Systems und bestätigt die getroffene Entscheidung. Diese Situation ist darüber hinaus ein gutes Beispiel für die perfekte Zusammenarbeit der Schiedsrichter, indem jeder die Aktion beurteilt, für die er zuständig ist. So soll es sein. Der Steal von McRae. Und ein unsportliches Foul von Lonja. Und auch hier...
bin ich der Meinung, keine gute Entscheidung der Schiedsrichter. Ich will es aber noch mal sehen. Viertes Foul Lonzer. Der Stil. Dann haben wir York. Jetzt erstmal das Foul. Eigentlich von The Gray, der da rumgreift. Das ist überhaupt nichts von Lonzer. Gar nichts. Also, beim besten Willen, mit diesem Pfiff bin ich nicht einverstanden. Tut mir leid. Ich habe in dieser Saison schon viele deutlich bessere Schiedsrichterleistungen gesehen als die heute. Der Schiedsrichter entscheidet unsportliches Foul gegen Elf Schwarz. Dies lässt sich anhand der Bilder nicht nachvollziehen. Vielmehr bleibt Zwölf Weiß am Fuß von Elf Schwarz unglücklich hängen und kommt deswegen zum Fall. Hätte der Schiedsrichter in dieser Situation das Instant Replay System genutzt, und wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo der Schiedsrichter das IRS laut Regularien nutzen darf, wäre ein Downgrade auf ein normales Foul möglich gewesen. Eine komplette Annullierung des Fouls nach der IRS-Nutzung wäre indes nicht möglich, da es sich um eine Tatsachenentscheidung handelt. Auch eine nachträgliche Ahndung des versuchten Haltens von Elf Schwarz durch Weiß 12 ist aktuell nicht möglich, da dies ja unter anderem ein sofortiges Stoppen der Spieluhr zur Folge hätte und eine Situation ist, die zeitlich vor dem eigentlichen von den Schiedsrichtern geahndeten Foul liegt. Ich glaube, die Schiris müssen mal ein bisschen aufwachen. Wir hatten für 4 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden 6 Leute auf dem Spielfeld. Unglaublich. Tut mir leid, aber das ist, sowas ist so ein schwerwiegender Fehler. Also jeder kann Fehler machen, aber komm schon. Wir schauen nochmal in diese Szene rein, die Nils Giffey angesprochen hat. 6 Würzburg auf dem Feld. Schauen Sie, 1, 2, 3, 4. Schauen Sie auf Duggins mit der 45. Jetzt springt er, läuft er raus und im Hintergrund sehen Sie noch 2. Hammonds 1, Duggins 2, Stucky 3, Hoffmann 4, Lipkevicius 5, Kratzer 6. Das darf nicht passieren. Bei 3 Schiedsrichtern kann das nicht möglich sein. Und er läuft ja fast noch auf dem Weg nach außen. Moritz Krüper über den Haufen. Da muss er doch mal reagieren. Was will der denn vom Spielfeld runtergehen? Da muss nichts anderes passieren als das technische Foul gegen S. Oliver Würzburg. Und ich kann Nils Giffey leider nur zustimmen. Jetzt ist der Puls wieder so ein bisschen runtergegangen, ne? Nein, auf keinen Fall. Sechs Spiele einer Mannschaft auf dem Spielfeld und das Spiel wird freigegeben. Ein Fauxpas, der so nicht passieren darf. Zum Kampfgericht gehört auch ein Anschreiberassistent. Dieser führt eine Art Protokoll, welche Spieler sich auf dem Feld befinden. Der Kommissar, der am Kampfgericht sitzt und die Arbeit der Kampfrichter begleitet, sollte in Fällen, in denen es Probleme gibt, von den Kampfrichtern darüber informiert werden. Üblicherweise kontrolliert der Schiedsrichter, der dem Einwerfer den Ball übergibt, die Ordnungsgemäßheit aller Punkte am Kampfgericht durch einen kurzen Blickkontakt mit dem Kommissar. Bevor nun der Ball zum 1 Uhr freigegeben wird, muss sich der Schiedsrichter auch selbst nochmals von der ordnungsgemäßen Spielfortsetzung überzeugen. Ist der Ball nun eingeworfen und die Spieluhr gestartet worden, ist das Spielen mit 6 Feldspielern eine Regelübertretung, für die das Regelwerk zwingend ein technisches Foul vorsieht. Eine gute Kommunikation zwischen Kampfgericht, Kommissar und allen Schiedsrichtern sowie hohe Konzentration sind unabdingbar, um Fehler zu vermeiden. Musli gegen Mahabadic, passt den Ball raus, der nächste Turnover. Ja, da kann sich Carsten Thaler Zeit lassen, gibt Einwurf an der Grundlinie der Bamberger. Ja, und dann macht das ganz schnell, Daniel Hackett, tief im Land der Träume. Ja, auch Andrea Trinkieri hatte damit nicht so gerechnet. Und Andrea Trinkieri riecht sich auf, weil der Schiedsrichter eigentlich den Ball hätte übergeben müssen. Das hatte er aber getan. Es war nur sehr am Anfang dieser Situation. Carsten Thaler stand da schon sehr, sehr lange allein an der Grundlinie. Wir schauen mal. Da wird der Ball übergeben. Alles cool. So. Carsten Thaler reagiert rechtzeitig. Philipp Schwetel macht das Spielchen mit. Eine der Grundregeln, die national wie international für die Schiedsrichter gelten, ist es, für eine zügige Spielfortsetzung zu sorgen.
Vor der Ballübergabe vergewissert sich der den Einwurf ausführende Schiedsrichter durch Blickkontakt zu seinen Kollegen und dem Kampfgericht, ob es Gründe für eine längere Spielunterbrechung, zum Beispiel einen Spielerwechsel, gibt oder nicht. Anschließend stellt er dem Einwerfer den Ball zur Verfügung. Erfolgt der Einwurf an der Grundlinie, muss der Schiedsrichter einen Achtungspfiff tätigen. Der Schiedsrichter ist keineswegs dafür zuständig, zu warten, bis sich ein Team in seiner Aufstellung sortiert hat. Im vorliegenden Fall hat der Lead-Schiedsrichter den Ausball gepfiffen, übergibt nach kurzem Blickkontakt ordnungsgemäß den Ball an den bereits bereitstehenden gelben Spieler, der anschließend den Einwurf ausführt. Ob der Schiedsrichter bei der Ballübergabe gepfiffen hat oder nicht, lässt sich anhand des Videomaterials nicht zweifelsfrei belegen. Da sind die Blöcke für Lewis. Der ist jetzt gegen Rubin. Die Bamberger switchen. Lewis hat den großen Mann vor sich. Geht über ihn, an ihm vorbei, legt über ihn ab, aber vergibt. Bruchteile von Zentimetern haben den Ausschlag gegeben. Sie sehen, dass hier Leiben hat sich beschwert, dass ein Korb hätte zählen müssen, dass da gehalten wurde. Die ganze Emotion kommt natürlich jetzt raus bei dieser ja so ganz knappen Geschichte jetzt hier in der Schlussphase. Dass man sich da ärgert, ist keine Frage. Beim Versuch, den Wurf von 12 Schwarz zu blocken, touchiert Weiß 43 das Spielbrett. Die Schiedsrichter entscheiden, dass dies kein Stören des Balls ist und pfeifen keine Regelübertretung. Diese Entscheidung der Schiedsrichter ist richtig und in den Regeln auch klar und eindeutig ausgeführt. In Artikel 31.2.4 ist festgehalten, dass Stören des Balles dann vorliegt, wenn ein Spieler das Brett so in Schwingungen versetzt oder den Korb so greift, dass der Ball nach Meinung der Schiedsrichter deshalb nicht in den Korb geht oder gerade deshalb in den Korb geht. Im vorliegenden Fall liegt zwar eine Berührung des Spielbretts durch Weiß 43 vor, jedoch ist, selbst in Zeitlupe und bei mehrfacher Wiederholung, keine erkennbare Schwingung der Korbanlage wahrnehmbar. Als unsportliches Foul gepfiffen. Da kommt Karen Johnson, Bräunig. Ja, klares unsportliches Bodycheck. Er versucht da überhaupt nicht den Ball zu spielen. Und Tony Rodriguez schaut sich jetzt nochmal die ganze Situation an, vor allem was danach passiert ist. Unsportliches Foul gegen Curry. Ja, das wundert mich jetzt. Habe ich Curry überhaupt da gesehen? Ah, da. Okay. Sehr schön aufgefangen nochmal von der Regie. Da sieht man es. Ich habe nur auf den Bodycheck geachtet. Das war für mich auch schon unsportliches übrigens. Aber da kommt dann nochmal der Schlag rein auf Höhe des Hals. Und das ist natürlich alles andere als die feine englische Art. Schauen wir uns die Aktion genauer an. Der Schiedsrichter an der Grundlinie ahndet das Foul von Magenta 4 korrekt als unsportliches Foul, da dieser den Spieler Gelb 3 an der Schulter fasst und zu Boden reißt. In einer der letzten Ausgaben hatten wir bereits eine ähnliche Situation. Nach einem persönlichen Foul erfolgte noch ein weiteres Foul, nämlich ein unsportliches Foul. In der nun vorliegenden Situation passieren wiederum zwei Fouls, es wird aber lediglich ein Foul geahndet. Ungeahndet blieb der Kontakt, den 12 Magenta kurz zuvor an Gelb 3 verursacht. Dieser ist heftig, im Eishockey würde man dafür den Begriff Bodycheck gebrauchen, und auch ohne erkennbaren Versuch, den Ball zu spielen. Es handelt sich daher auch beim ersten Kontakt um ein unsportliches Foul. Als Strafe hätten dann 4 Freiwürfe und Einwurfseite für Gelb verhängt werden müssen.
jetzt müssen sie faulen. Sie müssen faulen, sonst schmeißen ihn die beiden Dreier rein. Djedovic geht auf Nummer sicher. 2 Punkte. Da wäre Dreier möglich gewesen. Aber Djedovic entscheidet sich, ich bin in Fahrt. Ich habe die Geschwindigkeit, ich nehme den Dreier nicht, ich nehme den Zweier und er bekommt das Foul und geht an die Linie. Und das ist das Entscheidende natürlich jetzt. Also wir nähern uns der Verlängerung. Aber natürlich dürfen die Bamberger da never ever faulen. Wenn sie sehen, dass die Bayern da zum Zweierkorbleger gehen, ja, dann lass sie doch 2 Punkte machen. Lothar Moser zeigt es sofort an, also innerhalb einer Nanosekunde, dass Loh da das Foul begeht. Das rettet den Bayern dieses Spiel. Die vielfältigen Diskussionen über diese Szene zeigen, wie knapp eine solche Entscheidung manchmal ist. Daher haben wir in diesem Fall auch internationale Fachleute aus Euroleague und FIBA gebeten, die Szene zu begutachten. Schauen wir uns zunächst die Fakten an. Es kommt zu einem Kontakt zwischen Rot 14 und Weiß 12. Dieser entsteht, weil Rot 14 zum Korb zieht, um einen Korbleger zu vollenden. Weiß 12 versucht, eine legale Verteidigungsposition einzunehmen. In den Regeln heißt es dazu: Der verteidigende Spieler muss dem Angreifer frontal gegenüberstehen und beide Füße auf dem Boden haben. Die Tatsache, dass 12 Weiß seine Hände zum Schutz nach vorne nimmt, beeinflusst die Entscheidung nicht, denn dem Spieler ist es erlaubt, sich zu schützen. Für diese Szene müssen wir allerdings eine zweite Regel hinzuziehen, die besagt, dass ein Spieler in der Wurfaktion das Recht hat, auf jedem Platz des Spielfelds zu landen, wenn dieser beim Absprung noch nicht von einem legal verteidigenden Spieler besetzt war. Darüber hinaus ist es Philosophie des Basketballs, dass in allen 50-50 Situationen die Offensivaktion überwiegt. Man kann darüber diskutieren, ob der Kontakt den Spieler in seiner Aktion beeinträchtigt. Wir können aber nicht diskutieren, dass es festgelegt ist, dass wir es nicht wollen, dass Verteidiger unter die Angreifer laufen. Auch wenn es in dieser Aktion sehr knapp ist, bleibt dennoch festzuhalten, dass Rot 14 im Abspringen ist und Weiß 12 in diesem Moment noch keine legale Verteidigungsposition innehat. Es kommt zum Kontakt und dieser Kontakt ist keiner, den wir als No-Call ansehen können. Auch sei angemerkt, dass ein Hinweis auf Spielstand und verbleibende Spielzeit mit einer von allen immer wieder geforderten Konsistenz in der Regelauslegung absolut nicht vereinbar ist. Daher, und das wird auch international so gesehen, ist die Entscheidung des Schiedsrichters richtig und regelkonform. Wieder versucht Ludwigsburg schnell zu spielen. Walker. Über Brett, offensiv über Waliszkowski. Da machen sie jetzt wieder einen guten Job. Waliszkowski vollendet. Ein Spieler fällt zu Boden, in unserem Fall Nummer 0 von Schwarz. Dies ereignet sich auch noch in einer Area, in der bei Rebound- oder Wurfaktionen eine Vielzahl von Spielern auf engstem Raum um Positionen, den Ball und den Wurf kämpfen. Sowohl 13 Gelb als auch 5 Gelb orientieren sich mit ihren Blicken nach oben Richtung Korb und Ball und versuchen dabei gleichzeitig ihre Position zu verbessern, ohne dabei auf den Boden zu schauen, was auch völlig normal ist. Der auf dem Boden befindliche Spieler versucht sich seinerseits vor den Beinen der anderen Spieler mit seinen Armen vor dem Körper zu schützen. Das ist legitim
und auch regelkonform. Zu keiner Zeit kann dem auf dem Boden liegenden Spieler eine absichtliche Beeinträchtigung der anderen Spieler unterstellt werden. Sowohl Gelb 13 als auch Gelb 5 kommen ins Strauchen, als sie über den am Boden liegenden Spieler Schwarz 0 stolpern bzw. an dessen Armen hängen bleiben. Diese Aktion ist ein unbeabsichtigter, zufälliger und unglücklicher Kontakt, der aber keinen Pfiff rechtfertigt. Guck. Und das Foul von Freudenberg beim Dreier. Das tut weh. Fakt ist, die Regel besagt, solange der Spieler nicht gelandet ist, ist der Wurf noch nicht beendet. Und genau das dürfte Arne Panter hier gesehen haben. Und Gordon Herbert beschwert sich. Das ist eine enge Angelegenheit hier, aber die Schiedsrichter haben es im Instant Replay überprüft. Der Spieler Gelb 23 setzt zu einem 3-Punkte-Wurf an und springt in die Luft. In diesem Moment ist per Regel definiert, dass der werfende Spieler das Recht hat, auf jedem beliebigen Ort auf dem Feld zu landen, der nicht von einem verteidigenden Spieler besetzt ist. Dies gilt laut Regel so lange, bis der werfende Spieler wieder sicher mit beiden Füßen auf dem Boden gelandet ist. Jeglicher Kontakt in dieser Situation durch einen Verteidiger ist als Foul zu werten. Dabei ist es unerheblich, ob der Ball noch in der Hand des Werfers ist oder nicht. Der werfende Spieler wird also durch die Regel bis zur sicheren Landung als im Wurf befindlich angesehen. Bei der vorliegenden Aktion befindet sich der Spieler Blau 9 beim Beginn des Wurfs noch ungefähr 2 Meter vom werfenden Spieler entfernt. Interessant ist in dieser Situation auch, dass der Schiedsrichter das Foul pfeift, noch bevor Gelb 23 wieder gelandet ist. Es scheint demnach bereits schon vor der Landung einen Kontakt gegeben zu haben, der sich durch diese Kameraperspektive aber nicht zweifelsfrei auflösen lässt. Abschließend sei angemerkt, dass die Beurteilung, ob Kontakt oder nicht, keine Situation darstellt, für die der Schiedsrichter das IRS nutzen darf. Im vorliegenden Falle kann lediglich kontrolliert werden, ob der Wurf in der Zeit war. Von Sigma, ja, kann ich verstehen, den Tiff. Den hat er zu sehr gesucht, den Kontakt. Also müssen wir uns natürlich in der Zeitlupe anschauen. Auch Ito ist ganz anderer Meinung als ich. Jetzt können wir es gleich nochmal sehen. Der Stil hier. Sigma mit sehr, sehr schnellen Händen. Dann kommt der Pass auf Sigma und jetzt die Frage, sucht er den Kontakt? Aus Trainersicht wärst du mit dem Pfiff unzufrieden an Aitos Stelle? Ja, definitiv. Ne? Also, ich verstehe, warum der Schiedsrichter es pfeift. Ich hätte es nicht gepfiffen, aber zum Glück bin ich kein Schiedsrichter. Die Rolle gefällt mir nicht, die hat mir im Training auch nie gelegen. Nach einem Steal durch 3 Gelb und einem schnellen Pass auf 43 Gelb zieht dieser energisch zum Korb. Blau 3 versucht den Korbleger zu verhindern. Betrachten wir diese Aktion im Detail. Blau 3 ist nicht für den Kontakt verantwortlich. Ein Verteidigerfoul scheidet damit aus. Gelb 43 vollendet seine Aktion nicht mit einem normalen Korbleger. Das wäre nämlich auch möglich gewesen, sondern versucht in cleverer Art und Weise bei dieser Aktion ein Foul zu ziehen. Dazu springt er ab und bewegt sich mehr seitlich in den Verteidiger hinein. Erst deutlich, nachdem es zum Kontakt gekommen ist, wirft er den Ball Richtung Korb. Daraus wird ersichtlich, dass Gelb 43 für den Kontakt verantwortlich ist. In der zweiten Perspektive mit der Unterkorbkamera sieht man deutlich, wie Gelb 43 den Kontakt sucht und auch forciert, und zwar bevor er den Ball Richtung Korb wirft.
Der Angreifer macht es damit dem Verteidiger nahezu unmöglich, diesen Wurf zu verteidigen. Gelb 43 initiiert und forciert also den Kontakt und verschafft sich damit einen klaren Vorteil. Ein Offensivfoul ist hier gerechtfertigt. Wieder will Bamberg das unsportliche Foul, aber auch diesmal ist es für mich kein unsportliches Foul. Für mich relativ eindeutig die Angelegenheit. Da sind zwei Freiwürfe und nicht zwei Freiwürfe und Ballbesitz. Sprich, ein ganz normales Foul in der Wurfaktion. Es ist ein unsportliches Foul. Lese ich das an den Lippen korrekt ab? Ja. Ja, unsportlich. Nein, ganz ehrlich, für mich zu hart. Für mich zu hart. Ich bin nicht der große Regelfachmann. Aber für mich ist diese Entscheidung definitiv zu hart. Bei der vorliegenden Aktion pfeifen die Schiedsrichter zunächst ein normales Foul gegen Rot 20 und entschließen sich dann, die Szene im IAS zu überprüfen. Gemäß den Durchführungsbestimmungen der BBL ist diese Situation, also das Up- oder auch Downgraden eines normalen respektive unsportlichen Fouls, eine der Situationen, in denen die Regularien die Nutzung des IAS-Systems gestatten. Schauen wir uns die Situation nun genauer an. Weiß 21 bekommt einen Pass von Weiß 6 direkt in die Zone und will mit einem Layup vollenden. Von der Seite kommt Rot 20 und möchte den einfachen Korb verhindern, indem er mit der rechten Hand in Richtung ballführende Hand von Weiß 21 schlägt. Dabei berührt er nicht den Ball, sondern schlägt direkt in die Armbeuge von Weiß 21. In der TV-Totalen ist dies kaum zu sehen. Der Center-Schiedsrichter wie auch der Lead-Schiedsrichter haben für die Beurteilung der Situation einen deutlich besseren Blickwinkel als die TV-Totale. Dies bestätigt sich, als die Schiedsrichter bei der Nutzung des IAS dann auch das Videobild der Korbkamera halten. Auch hier verdeckt der Ring noch einen Teil der Bewegung. Bereits erwähnt wurden die Begleitumstände, also Spielstand und Spielzeit. Gerne wird in diesem Zusammenhang der Begriff der Gleichmäßigkeit der Schiedsrichterentscheidungen zitiert. Gerade unter diesem Aspekt ist die getroffene Entscheidung richtig, konsequent und entspricht den Vorgaben und Regeln. Ja, es war schon ein sehr hartes Foul, muss man schon sagen. Also Jamar hat da schon ganz gut reingehauen. Natürlich in der Situation dann wirklich ein unsportliches zu geben, da musste auch wirklich auf Deutsch gesagt die Eier haben. Der Schiri hatte die Eier, hat das gemacht. So, und jetzt haben wir hier eine Platzwunde für Luke Sigma. Ja. Achso, ja, da wollte Grosell, also es war jetzt keine Absicht, war ungeschickt. Und Glück natürlich für Grosell, kann man natürlich auch mal einen Foul geben. Blau verteidigt 41 Weiß und erwartet einen Cut von 41 auf der rechten Seite. Er richtet seine Verteidigungsposition dahingehend aus. 41 Weiß hingegen geht nicht wie erwartet rechts vorbei, sondern macht seinen Cut nun über die linke Seite. Damit hat 41 Weiß 43 Blau für einen kurzen Moment auf dem falschen Fuß erwischt. 43 Blau wiederum versucht nun den Nachteil zu kompensieren, indem er deutlich erkennbar aus seinem Zylinder heraus, siehe auch Fußstellung, und auch mit beiden Händen versucht, den Cut von 41 zumindest zu verlangsamen bzw. ihn in einem weiteren Bogen vom Korb wegzuhalten. Dabei kommt es zum Kontakt am Kopf. Dieser ist unglücklich, aber kein Foul.
Weiß 41 kann hier nicht für den Kontakt und damit auch nicht für die Verletzung verantwortlich gemacht werden. Die Verletzung alleine hingegen kann auch nicht ausschlaggebend für eine Foulentscheidung sein. Diese Situation wäre im Übrigen auch nicht IAS-fähig gewesen, da die Schiedsrichter keine Entscheidung getroffen haben. Dies aber fordern die Regularien der FIFA. Cook. Ja, die Dreierquoten bei beiden Teams. Hundsmiserabel. Brooks. Den macht er. So, jetzt mal gucken. Gibt noch ein technisches Foul. Kann ihn jetzt im Moment noch nicht sagen, gegen wen. So, jetzt ist Raul Corner aufgebracht. So, jetzt gibt es auf jeden Fall einen Bonus-Freiwurf für Demon Brooks. Weiß möchte nach einem Pass zum Korb ziehen und den Angriff mit einem Wurf beenden. Gelb 10 versucht dies zu verhindern. Dabei kommt es zum Kontakt. Gelb 10 hat jedoch zu keinem Zeitpunkt eine legale Verteidigungsposition inne gehabt. Somit ist er für den Kontakt verantwortlich. In dieser Situation ist der Foul gegen den Verteidiger Gelb 10 zu entscheiden. Da sich 20 Weiß bereits in der kontinuierlichen Wurfbewegung befand, muss der Korb zählen und es gibt zusätzlich einen Bonusfreiwurf. Der Schiedsrichter hat in dieser Situation auf technisches Foul gegen 10 Gelb wegen Floppings entschieden. Die Interpretation zu den offiziellen Basketballregeln besagen dazu, dass auch in dieser Situation die Regel des verzögerten toten Balles greift. Auch bei der Entscheidung technisches Foul gegen 10 Gelb muss der Korb also zählen. Anschließend gibt es dann einen Freiwurf für das technische Foul. Qualifiziert und obendrauf auch noch Devin Booker als Bankspieler, der nicht aufs Parkett hätte gehen dürfen in dieser Situation, raus aus dem Spiel. Noch 6 Sekunden, Randle für 3 zur Verlängerung und der passt nicht. Der Ball ist beim MBC. Bruce Pinkins war schon auf dem Weg Richtung Parkett und holt sich da einen Einlauf ab vom Assistenztrainer. Lamont Jones schubst ihn wieder runter. Beim Spiel München gegen Berlin betritt der Spieler 31 Rot. Während einer sogenannten Fighting-Situation zwischen 1 Gelb und 15 Rot das Spielfeld. In einem solchen Fall gibt es für den Schiedsrichter keinen Ermessensspielraum. Die Regelartikel 39 verlangt zwingend den sofortigen Spielausschluss und zwar unabhängig davon, ob der Spieler in positiver, also helfender Absicht das Spielfeld betritt. Das positive, sportlich faire Verhalten des Spielers 31 Rot, der ja erkennbar zur Schlichtung beiträgt, kann nur der Spielleiter positiv würdigen, wie es im vorliegenden Fall ja auch geschehen ist. Lediglich der Trainer oder der Trainerassistent dürfen in einer solchen Situation das Spielfeld betreten, und zwar auch nur dann, wenn sie erkennbar dazu beitragen, die Situation zu deeskalieren. Im zweiten Fall sind die Rahmenbedingungen gänzlich anders. Es handelt sich um keine Fighting-Situation. Hier geht es um eine letzte Aktion des Teams in Orange,
mit Ablauf der Spielzeit. Die Aktion ist erfolgreich und der Spieler 15 Orange betritt voller freudiger Emotion über den erfolgreichen Abschluss ganz knapp vor Ablauf der Spielzeit das Spielfeld. Hier liegt es sehr wohl im Ermessen des Schiedsrichters, ob er diesen emotionalen Ausbruch ahndet oder nicht, denn die Restspielzeit betrug nur noch 0,1 Sekunden. Dies gilt jedoch nur, wenn nach einer Spielunterbrechung eine Auszeit folgt oder es sich um das Ende einer Spielperiode handelt. In allen anderen Fällen wäre diese Aktion mit einem technischen Foul gegen die Bank zu ahnden. Die Schiedsrichter haben in dieser Situation Augenmaß bewiesen und richtigerweise kein T-Foul verhängt. Leo geht im Infight mit Ziers zu Boden. Cesio sagt, ich habe den Ellenbogen abbekommen. Und jetzt hat Lottermoser genug gehört von Cesio. Der lamentierte nicht zum ersten Mal. Er geht zu Boden. Oh, er kriegt den Ellenbogen auch ab. Uiuiuiui. Also da kann ich schon verstehen. Und dann kriegt er auch noch beim zu Boden gehen das Foul. Das war aus meiner Sicht die erste Fehlentscheidung. Natürlich muss Cesio sich dann halbwegs im Griff halten, aber das kann ich schon verstehen. Also das war eine unglückliche Entscheidung. Achten Sie mal darauf. Ah, der kriegt voll einen ab. Und dann sieht er noch nicht mal wie den Foul. Das ist echt bitter aus Oldenburger Sicht. Das ist bitter. Im Low-Post-Bereich auf Seite der Mannschaftsbänke befindet sich das Spielerpärchen Blau 12, Verteidiger, und Gelb 5, Angreifer. Gelb 5 postet ab und fordert den Ball. Blau 12 steht seitlich im Rücken von Gelb 5 und versucht, dem Angreifer ein Offensivfoul anzuhängen, indem er sich übertrieben nach hinten fallen lässt, um einen deutlichen Kontakt von Gelb 5 anzuzeigen. Bei diesem Sturz kommt es zum Kontakt im Fußbereich mit Gelb 5, der ursächlich aber von Blau 12 verursacht wurde. Dadurch kommt auch 5 Gelb zu Fall. Der Schiedsrichter ahndet den durch 12 Blau verursachten Kontakt korrekt mit einem Foul. 12 Blau geht auf den Schiedsrichter zu und versucht, in teils aggressiver Weise den Schiedsrichter zu belehren. Trotz verbaler und auch gestisch sichtbarer Ermahnung, sich zu mäßigen, führt der Spieler seinen Protest weiter fort. Der Schiedsrichter ahndet diese Art des unverhältnismäßigen Protests korrekterweise mit einem technischen Foul. Und wir haben ein technisches Foul, glaube ich, gegen Daniel Hackett. Jawohl. Der da im Zurücklaufen, Schiedsrichter Moritz Prüfer, wohl ein paar Worte gesagt hat, die diesem nicht gut im Ohr geklungen haben. Und das heißt, es gibt jetzt Freiwurf, Ludwigsburg und Ballbesitz für die Gäste. Aber Florian Koch lässt den Freiwurf liegen. Schwarz gelingt in der Nähe des Korbs ein Steal gegen Weiß 6. Er passt den Ball direkt zu Schwarz 3 und spurtet sofort los, um den Team Fastbreak mit zu vollenden. Währenddessen beschwert sich Weiß 6, immer noch im Rückfeld, deutlich gestikulierend beim Schiedsrichter, der nun ebenfalls als folgender Schiedsrichter den Fastbreak begleitet. Auf der anderen Seite des Feldes passt Schwarz 3 in den Lauf von Schwarz 10, der dann den Fast Break mit einem Layup vollenden möchte. In diese Aktion hinein kommt der Pfiff des folgenden Schiedsrichters, der nun ein technisches Foul gegen den immer noch eindeutig gestikulierenden Spieler Weiß 6 verhängt. Bei der Ahndung dieses Vergehens soll der Schiedsrichter aber beachten, dass er die sich im Angriff befindliche Mannschaft nicht benachteiligt, zumal diese gerade dabei war, den Angriff erfolgreich abzuschließen. Gut gesehen, Ivan Elliott.
stopft daneben. Da müssen sich da nochmal beraten, was eigentlich genau vorgefallen ist. Mit dem Videobeweis. Wir schauen nochmal hin. Johnny Burnham Masco. Da hat er gut gesehen, dass Ivan Elliott ankommt und der stopft ihn zwar rein, aber kommt wieder raus. Und die Frage ist, sind das jetzt Punkte oder sind das keine? Und es gibt Göttinger Ballbesitz und der Korb zählt für Bremerhaven. Anne Panther zeigt es nochmal, der war deutlich drin, ist dann von der Feder des Rings wieder rausgefallen. Weiß 14 beendet den Angriff mit einem Dunk. Der Ball ist deutlich erkennbar im Korb und springt dann aus diesem wieder heraus. Die Regel ist in diesem Fall eindeutig und besagt im Artikel 16 dazu, ein Korb ist dann erzielt, wenn der Ball in den Korb geht und darin verbleibt oder gänzlich durchfällt. Dies ist in der konkreten Situation nicht der Fall, denn der Ball bleibt weder im Korb, noch fällt er nach unten aus dem Netz heraus. Diese Regel gilt im Übrigen auch für jeden Distanzwurf, der, weil zum Beispiel die Netze zu eng sind, nach oben aus dem Korb wieder herausspringt. Im konkreten Fall kommt darüber hinaus noch eine Regelübertretung durch den Angreifer hinzu, der beim Dunking erkennbar den Ring nach unten zieht, während der Ball auf dem Ring oder im Korb ist. Der Korb kann nicht zählen und die Schiedsrichter haben zu Recht die zwei Punkte nicht gegeben. Der Live-Kommentar ist hier irreführend, da hier behauptet wird, der Korb würde zählen. Bamberg, Glück, dass sie im Ballbesitz bleiben. Und da kann ich Zieses verstehen, dass er da sagt, Moment mal, der muss doch zählen. Der Ball war in der Bewegung nach unten. Dann wird er nochmal weggehauen. Und wer weiß, ob er nicht reingegangen wäre. Achten Sie mal drauf. Wahrscheinlich nicht, doch. Ja, das ist Goaltending. Alles andere darf nicht entschieden werden. Also, klarer geht's nicht. Muss Wolfhard Kottermann einfach wegbleiben. Wenn er sie beide macht, macht es keinen Unterschied, aber aus meiner Sicht die zweite klare Fehlentscheidung zum Spiel. Der Spieler Rot 3 wirft in der Zone auf den Korb. In dieser Wurfaktion wird Rot 3 von Blau 23 gefoult. Dieses Foul wird von den Schiedsrichtern gepfiffen. Der Ball ist auf dem Weg zum Korb und wird deutlich nach dem Foulpfiff und nachdem er seinen höchsten Punkt erreicht hat von Blau 10 im Fallen, immer noch über Ringniveau, weggetippt. Blau 10 begeht hier eine Regelübertretung. Der Ball hat die Möglichkeit, noch in den Korb zu gehen. Daher ist es dem Verteidiger untersagt, den fallenden Ball über Ringniveau zu berühren. Zwar legt die Regel auch fest, dass diese Vorgabe nur so lange gilt, bis eindeutig erkennbar ist, dass der Ball nicht mehr die Möglichkeit hat, in den Korb zu gehen. Im vorliegenden Fall kann dieser Passus aber nicht angewandt werden, da bei dieser Aktion nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, dass der Ball noch in den Korb gehen kann. Der Schiedsrichter hätte hier auf Regelübertretung entscheiden müssen und der Korb hätte zählen müssen. In der vorliegenden Situation kommt noch dazu, dass beim Wurf ein Foul gepfiffen wurde. Es kommen also die Vorschriften zum verzögerten toten Ball zur Anwendung. Der Wurf als solcher hat also auch nach dem Foulpfiff noch den Status eines Wurfs und die gerade genannten Prinzipien zum Goaltending kommen auch nach dem Foulpfiff noch zur Anwendung. Den fängt er auch noch ab. Aber dann muss er einfach die Murmel festhalten. Rot 9 wird mit einem Pass über Ringniveau angespielt.
kann diesen aber nicht verwerten, da Blau 17 mit den Fingern noch an den Pass kommt und ihn ablenkt. Um sich selber und einen weiteren blauen Spieler nicht zu verletzen, bleibt Rot 9 für einen Moment am Ring hängen. Als er sich vom Ring loslässt, kommt er just in dem Moment mit beiden Füßen auf den Boden, als Blau 17 versucht, den Ball in seiner Nähe zu sichern. Rot 9 kann nun mit seinem Arm Blau 17 den Ball wegspitzeln. Zur vorliegenden Situation gibt die Regel dem Schiedsrichter einen Ermessensspielraum. In Artikel 36 Absatz 3 heißt es, dass ein Spieler, der sich mit seinem ganzen Gewicht am Ring festhält, ein technisches Foul bekommt, es sei denn, er hält sich deshalb am Ring fest, um sich selber oder einen anderen Spieler zu schützen bzw. nicht zu verletzen. Die Schiedsrichter machen also in dieser Situation exakt von diesem Passus Gebrauch. Damit ist diese Aktion legal. Bayern gehen mit Djedovic gegen Darrell Wright. Das war natürlich clever, er wollte sehen, was sie für ein Play spielen. Genau. Und die Schiedsrichter haben auch gesagt, wenn du es nochmal machst, dann gibt es das Technische. Aber warum kriegt er denn den Ball nicht zu Hacke ins Spiel? Zu dem sollte er doch, da ist er, der war eigentlich frei. Hacke. Oh, Ballverlust! Bamberg scheidet aus, der deutsche Meister, mit einem Turnover im letzten Play. Die Verwarnung des Schiedsrichters gegen 14 Grau ist korrekt. National wie auch international sind die Schiedsrichter jedoch gehalten, sowohl dem Einwerfer wie auch den Verteidigern in einer solchen Situation auf die gegebenen Vorgaben zum Verhalten beim Einwurf hinzuweisen. Im konkreten Fall sollte der Schiedsrichter vor dem Übergeben des Balles deutlich, und zwar mit exakt dem Zeichen, das der Schiedsrichter in unserem Beispiel verwendet hat, als er die Verwarnung ausspricht, die Spieler auf die korrekte Ausführung des Einwurfs hinweisen. Wir sprechen dabei vom sogenannten Preventative Refereeing, also dem vorausschauenden Schiedsrichtern. Damit eröffnet sich der Schiedsrichter auch einen ganz anderen Handlungsspielraum, denn er hat die Spieler auf die Einhaltung einer bestimmten Regel hingewiesen. Kommt es dann zur Verletzung dieser Regel, kann er diese sofort und für jedermann nachvollziehbar sanktionieren. Gutes Doppel, gutes Doppel. Und also ich weiß nicht, was die Berliner da besser machen müssen. Sie etablieren das eigentlich stark und dann das Foul gegen Salbu. Wir schauen genau hin. Nein, es geht nicht gegen Salbu und auf den habe ich jetzt geschaut, sondern es geht gegen Sigma. Ja. Ich hatte eher gedacht, es ging gegen Salbu, also Sigma schon so ein bisschen da mit dem Knie unterwegs, aber das sind alles ganz, ganz knappe Angelegenheiten. Im konkreten Fall bewegt sich Rot 9 intensiv mit Oberkörper und Ellenbogen in Gelb 1 hinein und drängt ihn damit aus seiner Position. Ein Kontakt, der zumindest sehr nah am Offensivfoul liegt. Dadurch eröffnet sich für einen Bruchteil einer Sekunde ein Raum, der es dem Angreifer ermöglicht, zwischen den beiden gelben Spielern hindurchzukommen. Diese schließen nun die Lücke wieder, wobei es lediglich im Bereich der Beine zu einem leichten Kontakt kommt. Oberkörper und Arme sind hier nicht für den Kontakt verantwortlich. Bezieht man die intensive Kontaktsuche von Rot 9 in die Gesamtbeurteilung mit ein, lässt sich der Foulpfiff gegen Gelb 43 nur schwer rechtfertigen. Ein No-Call wäre hier die bessere Wahl. Es sei angemerkt, dass der Schiedsrichter nicht die gleiche Perspektive hatte wie die Kamera, was gerade beim Doppeln die Entscheidungsfindung zusätzlich erschwert.